Das ist Martinas Spezialgebiet. Oh ja. Und da wollen wir jetzt ein bisschen weiter drüber reden, über Kontingenz, Resonanz, Spiritualität. Genau. Brauchen die Menschen das? Und was kann der Humanismus hier anbieten? Ja, also ich habe ein bisschen weiter recherchiert. Also wir begeben uns ja jetzt hier so auch in die Region der Philosophie und der Soziologie. Da werden wir uns heute ein bisschen hinbegeben. Und da will ich gerne mit euch drüber diskutieren, weil letztes Mal so im Nachgang haben wir ja noch weiter gesprochen. Und es gibt halt so ein, also irgendwas, was vielleicht was mit Transzendenz zu tun hat und mit Spiritualität, wo man schon beobachten kann, dass es da vielleicht ein Bedürfnis nach gibt, was man auch beobachten kann, wenn die Leute Yoga machen oder meditieren. Also irgendwas, was vielleicht darüber hinausgeht, was man mit den Wissenschaften beschreiben kann. Also, das will ich ja heute mit euch diskutieren. Gibt es das wirklich? Ist das erfunden? Brauchen wir das? Und wenn ja, wo wird das vielleicht schon beschrieben? Also einmal habe ich mir auch einen Podcast angehört. Das ist jetzt beides aus dem philosophischen Radio vom WDR5. Über Medien und Kirche haben wir ja schon gesprochen. Bei WDR5 gibt es auch sehr viele kritische Beiträge oder auch einfach objektive Beiträge. Also einmal ging es im Gespräch um die Evolution von Religion, haben wir letztes Mal oder vor zwei Folgen, als es darum ging, schon angesprochen. Die Ina Wun war da im Gespräch, sie ist Religionswissenschaftlerin. Und ihre These ist, dass Religion der Evolution unterworfen ist. Das heißt, dass sie sich im Verlauf halt anpasst, ne, im Verlauf der Zeit. Genauso wie das biologisch ist, ist das eben auch mit der Religion. Und im Mittelalter war es eben so, dass das Weltbild mit der Religion übereinstimmte. Also man guckte halt nach oben und da war der blaue Himmel und da saß dann halt so der Gott drin. Ne? Und das passt halt so zusammen. Mhm. Das hat man in der Religion erzählt und das hat man eben auch so geglaubt. Ne? Das passt so gut zusammen. Heutzutage ist es halt schwieriger, weil das so auseinanderfällt. Und nach ihren Forschungen wird es natürlich dadurch schwieriger, jetzt eben auch an so Dinge zu glauben. Also an bestimmte, eben an den Gott, der da im Himmel sitzt, wie bringe ich das jetzt zusammen? Das führt natürlich dann auch zu Problemen, ne, wie ich das noch zusammenbringen kann. Und eine Aufgabe der Religion, früher war es eben auch, da haben wir schon öfter darüber gesprochen, das steht dann eher im Zusammenhang mit Moral, dass da so gewisse Gesetzmäßigkeiten über die Religion auch transportiert werden. Also wo dann irgendwie ein schlechtes Gewissen entsteht oder auch eine Sanktion erfolgt, wenn ich mich da nicht dran halte. Jetzt sagt sie, heutzutage braucht man das nicht mehr, diesen ersten Teil. Das ist auch eine These, die Freud da mal aufgestellt hat. Braucht man das nicht mehr, weil modernere Systeme wie Rechtsstaaten oder eben auch der Humanismus das übernehmen kann. Es gibt aber noch einen Teil, den können wir hier nicht übernehmen. Da ist die Wissenschaft dann auch überfordert, weil sie kann nicht jede Frage beantworten. Das ist mit Kontingenz gemeint. Das ist ursprünglich ein Begriff von Luhmann, wenn ich das richtig im Gedächtnis habe. Es gibt immer einen Teil, den wir nicht sehen und der an uns vorbeigeht. Und Religion hilft dabei, eben diese Komplexität, die dadurch entsteht, dass ich eben was nicht beobachten kann, was irgendwo auf der Welt passiert oder mir nicht erklären kann, weil Religion hier eben weiterhilft und das dann erläutert an der Stelle. Weil Wissenschaft immer irgendwo eine Grenze hat. Und sie sagt, dass dadurch, weil das so ist, der Humanismus eben auch die Religion nicht ganz vertreiben kann, sondern dass die eben aus dem Grund auch in Zukunft immer noch dazugehört zu den Gesellschaften auf der Welt. Darf ich dazwischen fragen? Ja, bitte. Oder gehe ich hier in den Lauf rein? Nein. Wenn die sagen, Wissenschaft kann nicht jede Frage beantworten, meint die Frau Wun das dann prinzipiell? Sie kann es grundsätzlich nicht? Ja. Oder Wissenschaft als im aktuellen Stand, also quasi als Querschnittsbild von dem, was wir heute wissen? Ja, ihre These ist schon die, also was sie meint ist, dass selbst wenn wir immer mehr beantworten, wird es immer noch irgendwas geben, was noch nicht beantwortet ist. Man wird damit halt nicht fertig. Ne, also sie hat jetzt keine, ich konnte jetzt da nicht heraussehen, dass sie da eine bestimmte, also dass sie jetzt auch an Gott glaubt oder so, da äußert sie sich gar nicht zu, sondern dass, wenn man natürlich wieder Dinge, also Fragen beantwortet, entstehen wieder neue Fragen. Also erstens kann die Wissenschaft wahrscheinlich nie alles wirklich erklären, weil es immer wieder neue Fragen gibt. Und die Kontingenz bezieht sich auch darauf, dass ich das halt auch nicht alles immer weiß. Ich als Person, also es bleibt immer so eine Unsicherheit zurück. Ah. Also das kommt noch dazu. Für mich kann auch nicht alles beantwortet werden.
Und aus dieser Unsicherheit heraus, wenn ich dann eben so ein Gebäude darüber habe, was die Religion jetzt bietet, was eben leicht verständlich ist, komme ich halt dann besser mit meiner, vielleicht mit meinen Ängsten oder mit meiner Unsicherheit zurecht. Das heißt, die Religion wird dazu gebraucht, die Lücken des Unwissens, also der Gehstock auf dem steinigen Weg der Erkenntnis. Weil man weiß, ich kann nie alles wissen und für diesen Rest konstruiere ich mir dann was, was mir hilft, damit fertig zu werden, dass ich nicht alles wissen kann? Im Grunde ja. Eben auch mit Ängsten, die ich so habe. Und wir hatten vor zwei Folgen, haben wir ja auch darüber gesprochen. Es gibt ja eben die Vertreter der, wie nannte sich nochmal, Bioreligion, ne? Dieser bioreligiöse Ansatz, wo man sagt, es gibt halt entsprechende Vorgänge im Gehirn. Und da kommt dann irgendwie so als Nebenergebnis kommt dann die Religion bei raus. Und eins war ja, wenn ich irgendwie was feststelle, also irgendwas sehe und ich kann mir das nicht erklären, konstruiere ich halt im Kopf da irgendeine Erklärung für, weil das kann ich irgendwie schlecht aushalten, diese Unwissenheit, diese Unsicherheit. Und dann konstruiere ich mir halt was und dabei hilft dann eben die Religion, die einem da eben ein Gebäude entsprechend entwirft. Also das ist der Punkt dieser Kontingenz, wo sie also dann eben noch so eine Deutungshoheit hat. Okay. Ja. Okay, also ich stelle mir vor, ich kann mir gut vorstellen, es ist ganz offensichtlich, es gibt Sachen, die ich nicht unmittelbar weiß. Mhm. Aber ich habe den Eindruck, dass der Sprung darum, passt da Religion hin, im Wesentlichen willkürlicher ist. Da könnte ja auch alles andere hinpassen, was irgendwie einen totalitären Erklärungsanspruch hat. Das kann ja zum Beispiel auch, was weiß ich, wenn man die Disney-Filme oder irgendwie als Totales betrachtet, das könnte ja auch eine Erklärung oder irgendwie was liefern. Oder meinetwegen auch der, ja, pullen wir einen Godwin in Minute 48. Der Hitler hat ja auch das Weltbild total erklärt und diesen Drang, falls es ihn denn gibt, befriedigt, ohne dass es wirklich eine Religion war. Also muss das eine Religion sein, die das macht? Kann das nicht was anderes sein? Ja, was zum Beispiel das Diesseitiges oder was vielleicht auch was Positives, was den Leuten dieses Gefühl vermittelt? Genau, das ist ja genau die Frage, die wir hier mal eben diskutieren können. Also was kann man da... ich habe die Frage verstanden. Ja, ne? Also das ist das, was mich ja da auch umtreibt, weil irgendwas ist da an der Stelle halt schon. Also eines ist dieses Erklären und das andere ist, was noch dazu kommt, ist sowas wie auch sowas Sinnstiftendes. Ne? Also deswegen steht ja nicht nur die Kontingenz. Einmal ist das so eine Komplexitätsreduktion. Ne? Ich kann mich also besser in der Welt zurückfinden. Und dann habe ich aber auch sowas wie... Also was Sinnstiftendes, was mein Leben deutet, im Gegensatz zu, es wird halt erklärt. Also was sie zum Beispiel auch sagt, ist, dass Wissenschaften halt, das ist halt sehr kalt, ne, das ist erklärend, das ist halt nicht sowas, ja, erstmal, ne? Also. Ich rolle gerade die Augen zur Decke, deswegen, muss man den Hörerinnen und Hörern erklären. Für viele Leute ist es halt so. Ich meine, man kann ja da anderer Meinung sein. Die Frage ist aber, wenn jetzt viele da ein Bedürfnis haben, was darüber hinausgeht, nur aufgeklärt zu werden, was ist das und wie kann man sie da an der Stelle eben abholen? Ja. So. Ja, ich glaube auch, das sind zwei Bedürfnisse. Das eine ist so dieses Bedürfnis nach rationaler Erklärung und selbst die Wissenschaft hat es bis heute nicht geschafft, alles zu erklären. Das heißt, die Lücke im rationalen Weltbild füllt die Religion. Und dann die zweite Lücke, die sich auftut, ist, glaube ich, dieses emotionale Ding, dass man irgendwie das Gefühl hat, ja, die Liebe, die ist so ein starkes Gefühl, woher kommt die denn? Das ist natürlich auch irgendwie eine Art von Erklärungslücke, aber auf einer ganz emotionalen Ebene. Ne? Dass sozusagen das noch ein anderer Aspekt ist, dieses emotionale Bedürfnis zu befriedigen nach diesem, viele Leute sagen ja auch, in der Kirche erfahre ich so ein Gemeinschaftsgefühl und so eine Ganzheit und so eine Einheit mit der Natur und dem Oberen und so weiter. Das ist ja dann mehr so die Lücke, die die Religion füllt im emotionalen Raum und nicht so in diesem rationalen Erklärungsraum, ne? Oder? Mhm. Ja, das ist halt das. Wir haben doch dafür, für so Sinnstiftungen, haben wir doch eigentlich auch den Ursprung allen Sinnes hier heute als Gast. Wollen wir den vielleicht auch mal fragen, was er dazu sagt, Till? Ja, oh, ja. Ja, musst du jetzt auch fragen, du bist ja der Gastgeber. Was frage ich denn jetzt da? Ja, nach dem Ursprung allen Sinns. Ach so, so einfach ist das. So einfach ist das doch. Ja, so, natürlich, deswegen haben wir ihn ja extra eingeladen, wie dumm von mir. Also, was ist der Sinn
vom Universum, des Menschen und allem. Du sollst dir Quasten machen an den Zipfeln deines Mantels, mit dem du dich bedeckst. Wenn jemand gefunden wird, der bei einem Weibe schläft, die einen Ehemann hat, so sollen sie beide sterben. Heißt das übersetzt so viel wie 42? Aber mit den Quasten, das könnte man mal ausprobieren. Schaden wird es wahrscheinlich ja, nicht. Ja, also ich denke, wenn wir, Dankeschön erstmal, Gott Jahwe, aber wenn das der Sinn ist, den die Leute in der Religion finden, dann ist es möglicherweise auch nicht genau das. Dann deutet das ja vielleicht darauf hin, dass die sich die Religion so zurechtgelegt haben, dass sie diese Frage beantwortet, aber die Religion selbst, wenn man sich die Quellen anguckt und wenn man sich die Lehre anguckt, dann beantwortet die gar nicht. Ja, aber das ist ja wirklich eine sehr gute Frage, weil du gerade sagst, die haben sich die Religion so gemacht. Also um noch diese, das ist ja eben das, was Ina Wun sagt. Die Menschen machen sich die Religion, von daher ist das nämlich auch eigentlich ganz schön, was sie da so erzählt. Die Religion kommt nicht von irgendwoher, sondern sie kommt aus den Menschen. Sie wird von Menschen benutzt und deswegen verändert sie sich. Und so alte Artefakte wie jetzt das Alte Testament oder so, das passt halt eben nicht mehr zu dem, wofür eben dieser Teil, der jetzt aus den Menschen heraus eben nach Religion verlangt. Das passt halt nicht mehr zusammen. Wir vermischen hier ja auch, oder es vermischen sich ja auch viele Dinge. Ein Machtanspruch einer Kirche, von der Kirche zum Beispiel, vermischt sich halt, oder mit den alten Regeln und Gesetzen. Man merkt ja auch, dass die Leute damit eben nicht mehr zufrieden sind. Aber an der Stelle, das ist halt das, was sie ja sagt, an der Stelle kann die Religion noch mit reingrätschen und kann da eben noch ja, Sinn ist, stiften. So. An okay, der Stelle. Das finde ich interessant. Ja? Also das heißt nicht, dass die Religion da das Einzige ist, was wir haben, nein, sondern die können da noch reingrätschen. Genau, das ist das. Mit ihren Angeboten. Ja, und sie, dieser Rest, aber wie gesagt, das ist halt die Theorie von ihr, dass es immer einen Rest gibt, der vielleicht nicht erklärbar ist durch andere Systeme und da bleibt dann immer sowas, ich glaube, ob man das jetzt Religion nennt oder man kann es auch anders benennen, ne, dass dieser Teil in dem Menschen irgendwie dann immer noch vorhanden ist. So, und dazu vielleicht noch der Soziologe Hartmut Rosa. Für mich passt das irgendwie zusammen, würde ich eure Meinung dann gerne mal gleich zu hören. Also Soziologe Hartmut Rosa hat jetzt, soweit ich weiß, mit Religion eigentlich gar nicht so viel zu tun, hat sich mit Beschleunigung und Entschleunigung beschäftigt und in dem Zuge hat er dann irgendwie festgestellt, ja, Beschleunigung, ökonomische Prozesse, wir müssen immer weiter wachsen, das Leben wird immer schneller durch die neuen Technologien und so weiter. Was ist die Antwort darauf? Entschleunigung kann es irgendwie nicht sein, weil alles jetzt so langsam zu machen, macht auch keinen Spaß und auch keinen Sinn. Und darüber ist er dann irgendwie drauf gekommen, dass es, was macht den Menschen eben glücklich und wie fühlt er sich in seinem Sein halt angenommen oder wohl, das ist ja immer so die Frage, dass es da eben so Momente gibt, in denen sowas wie Resonanz entsteht. So nennt er das. Hört sich vielleicht etwas esoterisch an, dagegen verwahrt er sich und sagt jetzt so, hat mit Esoterik jetzt wirklich nichts zu tun. Ja, das sagen alle Esoteriker. Ist aber kein Esoteriker, es ist ein anerkannter Soziologe, aber das ist wirklich... Also da, das versucht er, ich habe jetzt das Buch halt nicht gelesen, aber bestellt. Er verwahrt sich dagegen und versucht es halt auch entsprechend zu entkräften. Aber ich finde es interessanter erstmal, also sich das vielleicht erstmal wertfrei anzugucken, weil er eben sagt, es gibt so Momente im Leben eines jeden Menschen, wenn man zum Beispiel Musik hört oder ich habe eben gedacht, als du von den Bäumen erzählt hast, wenn man durch einen tollen Wald geht, wo man sich halt irgendwie wohlfühlt in der Welt und auch dann denkt, das ist jetzt was Besonderes oder irgendwie ein besonderes Gefühl hat, ne? Till, wie du eben meintest, auch vielleicht was, so einen emotionalen Moment, ne? Also in der Liebe, in der Musik, in der Natur. Und da entsteht halt dann eben so ein, ja, er beschreibt das eben so als ein Moment, in dem ich dann ganz da bin und eben kommuniziere mit der Natur und es kommt auch was zurück und dann entsteht halt so eine Art von Schwingung. So, und das sind so Momente, nach denen, also die irgendwie den Menschen glücklich machen. Und dann dachte ich, ist das vielleicht das, was die Naturgesetze oder die Wissenschaft oder auch der Humanismus zu wenig berücksichtigt, dass man sich da eben besonders fühlt oder besonders gut fühlt. Jemand, der religiös ist, würde dann wahrscheinlich sagen, da ist er dann ganz nah bei Gott, wenn er diese Gefühle hat. Würde ich jetzt mal vermuten, bin ich ja nicht religiös.
Also fehlt da was? Haben wir da irgendwie was anzubieten? Ich denke halt auch, dass Yoga zum Beispiel, habe ich am Anfang gesagt, oder Meditation, dass das eben auch in diese Kerbe reingeht, dass man halt als Mensch sich vielleicht nicht nur wohl damit fühlt, halt in der Evolution diese kleine Rolle zu spielen, sondern dass irgendwie erst irgendwas einen antreibt, dass da noch mehr ist, auch wenn es vielleicht gar nicht da ist. Aber vielleicht ist es ja auch da, wir haben es nur noch nicht entdeckt. Ja, das sagt ja, glaube ich, auch Sam Harris, ne, der ja auch Meditation und Yoga empfiehlt, um die spirituelle Seite der Menschen zu erforschen. Also das stimmt alles, das sind alles sehr interessante Fragen. Ich bin skeptisch, weil die üblicherweise dann als Ausgangspunkt für eine Tangente benutzt werden, um direkt in irgendeinem esoterischen, / religiösen Ding zu enden. Ja, aber nur weil es halt, weil es dann... Nein, das heißt nicht, dass es keine guten Argumente oder keine gute Antwort gibt, aber man muss halt sehr vorsichtig sein. Also ich finde im Gegenteil, man muss da sich wirklich mal heranwagen und eben da sagen, was ist das überhaupt, und das nicht so abtun, weil es ja doch irgendwie ein ziemlich großes Bedürfnis zu sein scheint. Ja, also im Sinne von, wir überlassen es nicht den Spinnern. Ja, genau. Ja, das ist auch ein guter Punkt. Das finde ich, das ist halt so wichtig, weil irgendwas scheint da zu sein, womöglich, weil es ein Nebenprodukt ist von bestimmten Vorgängen, die man einfach braucht, um als Mensch eben in solchen Gesellschaften zu leben, wie wir das machen. Und das muss eben auch bedient werden. Und ich glaube, wenn man da nicht so ein Augenmerk drauf legt, eben immer mit der Angst, oh, ist das jetzt esoterisch und ist das halt Quatsch, verliert man vielleicht auch ein paar Argumente oder ein paar Leute und guckt da nicht genau hin. Deswegen finde ich von dem Hartmut Rosa, der wirklich, wie ich finde, ein Soziologe ist, der da sehr, sehr objektiv argumentiert, finde ich das gut, dass er sich dahin wagt und sich natürlich die ganze Zeit diesen Angriffen aussetzen muss. Ist das denn nicht esoterisch? Und er wirklich dagegen hält. Das finde ich einen guten Ansatz von ihm, weil er beobachtet das. Also es heißt ja trotzdem nicht, dass man das nicht analysieren sollte. Das sollte man ja auf jeden Fall. Genau wie du sagst, das haben ganz viele Menschen. Wir haben ja auch immer wieder Leute, die uns sagen, ja, ich erlebe Gott jeden Tag. Ja. Und wenn man sie dann fragt, was sie damit meinen, wissen sie auch nicht so recht. Kommen aber auch mit irgendwelchen vagen Gefühlen um die Ecke. Und da muss man natürlich analysieren, wo kommen denn diese Gefühle her und was bringen die, und kann man die vielleicht auch auf eher vernünftige Weise oder auf nachvollziehbare Weise oder sagen wir mal, wie ist das Adjektiv, auf interpersonelle Weise erklären. Ohne zu sagen, ja, es ist der Gott, der mir in der Kirche begegnet oder sowas. Das finde ich auch eine gute Idee. Aber ist das denn so, dass das durch die Bank mit Leuten so ist? Ich meine, wir sehen jetzt seit mehreren Generationen das Abebben der Religion. Es wird geschimpft, jetzt die Leute würden sich selbst ihre eigene Religion stattdessen erfinden. Aber wenn man mal guckt, die Leute, die wirklich, die dann in irgendwelche Esoterik abdriften, das sind ja schon relativ wenige, sondern das nimmt einfach, meine Abschätzung ist, dass dieses wir brauchen da was diese Lücke füllt in der Gesellschaft, in der westlichen Gesellschaft, über die Generationen weiter abnimmt. Das ist aber nur ein Gefühl. Möglicherweise ist diese, den Satz noch eben zu Ende sagen, möglicherweise ist das gar nicht so universell. Also sind wir sicher, dass dieses Bedürfnis universell ist, oder ist das vielleicht auch nur kulturell eingeübt? Weil wir alle sagen, da ist noch was, es gibt diese Seite, die ich nicht sehen kann, da muss noch was sein, das ist so. Und dann glaube ich das halt auch, dass da noch eine spirituelle Seite ist. Ist die denn überhaupt echt, die Seite? Oder ist das wieder nur eine Einrede? Ich glaube, was auf jeden Fall echt ist, ist, also das ist auch nur, ich vermute das auch nur, aber ich vermute, dass es so ist, dass die Menschen schon ein Bedürfnis haben nach Emotionen, auch nach großen Emotionen. Und wenn eine Institution das schafft, große Emotionen in Ritualen zu bieten und zu kultivieren und anzubieten, dann hat das halt eine gewisse Anziehungskraft auf die Leute. Und ich glaube, so Sachen wie zum Beispiel, dass Leute auf Festivals gehen und sich da wirklich in Rage tanzen und mit Farben bewerfen oder in Matsch suhlen zu Rockmusik und so weiter, das sind alles Versuche, glaube ich, große Emotionen zu erleben. Und ich glaube, das ist ein Bedürfnis, was viele Leute haben. Und ob man sich jetzt im Matsch wühlt oder eine Massen
Psychose bei einem Gottesdienst erlebt, ist, glaube ich, dahinter steckt, glaube ich, dasselbe Bedürfnis. Also es ist ja auch schwer auseinanderzuhalten, was ist jetzt, also kulturell, ja klar, vieles ist halt kulturell, das brauchen wir aber halt auch, ne? Wenn ich jetzt alleine auf so einer Insel sitze, das ist ja was anderes, wir leben ja in der Gesellschaft, das heißt, es kann halt eben sein, dass es für so ein Zusammenleben dann eben auch wichtig ist, ne? Oder habe ich das falsch verstanden, was du meinst? Ah, das ist doch interessant. Das ist doch interessant. Das ist doch eine interessante Frage. Also alles interessante Fragen. Aber ist das möglicherweise dieses, dass da irgendwie eine überrationale Form der Gemeinschaftsgefühle gefragt ist? Ist das möglicherweise wichtig fürs Überleben? Ja, oder? Und damit wäre es sowas wie ein Evolutionsvorteil. Ja, oder es ist eben ein Nebenprodukt, ne? Das ist eben ja auch eine Theorie, ja, dass es nicht das ist, sondern ein Nebenprodukt. Und dieses, also was jetzt mit Resonanz da gemeint ist von dem Rosa, der grenzt es nochmal davon ab. Es gibt halt eine wichtige Triebfehler ist, dass man eben akzeptiert wird und nicht ausgegrenzt wird. Das findet man natürlich auch jetzt in der Kirche, dass man da eben zu einer Glaubensgemeinschaft gehört und sich dann auch abgrenzen kann gegen andere Leute. Es gibt aber eben auch diesen Moment der Resonanz und den, und da betont er nochmal, dass der nicht von den anderen gesehen werden muss. Also ich kann auch einfach hier irgendwo im Zimmer sitzen und über Kopfhörer Musik hören und so einen Moment erleben. Und das hat jetzt erstmal nichts mit der Außenwirkung zu tun. Oder ich gehe halt in die Natur und fühle mich da eben so entsprechend in der Welt. Also es geht um eine Verbindung von mir und der Welt, die mich umgibt. Andere Menschen, aber auch Dinge. Und die dann irgendwie bedeutungsvoll ist. Vielleicht hat es auch was mit Identität zu tun. Also mit dem. Aber die Sachen, die man alleine mit sich selber erleben kann, die erfordern ja jetzt nicht eine Religion. Also wenn man in Musik aufgeht und da so eine Resonanzsituation hat. Nichts davon fordert genau eine Religion. Ich glaube, die Idee ist, dass das aber eine Möglichkeit für die Religion ist, da rein zu grätschen. Ja. Und sagen, wir sind die Einzigen, die das können. Ja. Genau. Du kannst das auch mit, wenn du das für dich mit Kreuzworträtsel lösen hinkriegst, dann brauchst du dafür keine Religion, aber das ist ein Ansatz für die Religion, sich dann noch in die Gesellschaft oder in die Gehirne der Leute reinzuwanzen. Ja, und die haben ja viel Erfahrung mit an der Stelle. Ne? Das ist auch was der Rosa sagt. Das ist, Religion kommt da mit rein. Also das, was sie machen. Ne? Die haben da sehr viel Erfahrung mit, eben, Till, wie du das eben beschrieben hast, ne? Solche Events zu inszenieren und dann eben die Rahmenbedingungen so zu schaffen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man eben in so eine Stimmung hineinkommt, relativ hoch ist. Ja, das heißt, die machen sich die Haken zunutze, die im Menschen schon da sind. Und ja, ja, und die machen dann diese hohen Gebäude und Orgelmusik mit viel Hall und viel Echo und also das muss ja nicht mal sein, dass die das bewusst so machen. Aber wenn sie es halt nicht gemacht hätten, wären sie halt nicht mehr da. Das heißt, die es anders probiert haben, haben es vielleicht nicht geschafft, sondern sind im Mittelalter totgeschlagen worden. Ja, genau, das macht Sinn. Ja, das ist wieder der Evolutionsgedanke so ein bisschen, ne? Genau. Dass sich das entsprechend auch eben weiterentwickelt, je nach den Bedürfnissen der Menschen. Eben die Religion. Und das ist eben wieder diese These, deswegen bleibt sie auch da, weil sie vielleicht dann irgendwie sich komplett verändert. Vielleicht heißt sie auch gar nicht mehr Religion. Das ist jetzt halt ein bisschen. Gibt's denn eine Idee darüber oder dazu, was uns an Religionen ja besonders auffällt als Außenstehende zum Thema Intelligenz, dass wir uns besonders daran stören, dass also niemand bereit ist, seine Religion für sich oder mit seinen Kollegen oder Freunden zusammen zu befeiern, sondern dass immer alle anderen auch unbedingt mitmachen müssen. Und dass man sie deshalb zu Ungläubigen und todeswürdig erklärt oder sie in der Hölle schmoren oder dass man auch einfach hingeht und sie umbringt. Gibt es denn da aus dieser Ecke eine Erklärung dafür, warum das so nötig ist, dass Religionen immer so totalitär sein müssen, dass es also immer alle mitmachen müssen und sich alle dran halten müssen? Ja, oder ist das eine andere Baustelle? Jahwe, was sagst du, Jahwe, warum müssen immer alle bei deiner Religion mitmachen? Du sollst dir kein Bildnis machen von irgendetwas am Himmel droben, auf der Erde unten oder im Wasser unter der Erde. In den Städten der Völker, die ich dir geben werde, sollst du nichts leben lassen, was Atem hat. Ja, sowas Aggressives kennen wir ja schon. Wer die Bibel liest, der weiß, dass das auch ganz schön zur Sache geht da drin.
Das ist typisch. Okay, aber wenn jemand einen eigenwilligen und ungehorsamen Sohn hat, so sollen ihn steinigen alle Leute der Stadt, auf dass er sterbe. Dankeschön. Irre Lösung zu unserem Problem, ja. Ja, nein, die Frage war eigentlich durchaus ernst gemeint. Ist das Teil dieser von Herrn Rosa und Frau Wunz Gedanken? Okay, wir sehen jetzt, dass ein Ansatzpunkt, da ist ein Ansatzpunkt, in den die Religion sich reinwanzen kann, in die organisierte Religion. Aber erklärt das auch, warum die der Meinung sind, sie müssen sich überall reinwanzen? Ja, also es gibt ja unterschiedliche, würde ich sagen, soziologische Kräfte. Einmal sagt die Ina Wun, heißt sie ja, sagt, dass wenn man jetzt wieder auf die Kontingenz zurückkommt, also man reduziert Komplexität und man vereinfacht die Welt, dass dadurch neigen dann die Religionen auch dazu, Vorurteile zum Beispiel zu schaffen, also auszugrenzen. Ne? Es kommt klar, und das heißt jetzt natürlich, wenn ich habe mir meine Welt gerade vereinfacht, weil sie ist vor 6000 Jahren von einem sprechenden Gebüsch geschaffen worden, genau. Und neben sitzt jemand und sagt, ja, das stimmt doch gar nicht. Mhm. Dann funktioniert meine Vereinfachung ja gar nicht mehr. Genau. Also und dann muss ich halt losziehen mit einem Benzinkanister und die Bäume abbrennen. Mhm. Ja, außerdem sagt sie, also wie gesagt, in ihrem Ansatz ist ja Religion der Evolution unterworfen. Und die Anfänge, hat sie eben in ihren Forschungen da rausgefunden, war so ein, also die Markierung des Territoriums. Na, also die haben jetzt erstmal dann, ich weiß jetzt nicht mehr, ob das dann, wie lange das jetzt her ist, also so in den ersten Religionen wohl mit den Totenschädeln dann eben das Territorium erstmal markiert, um die Feinde abzuhalten. So. Also das ist eben so ein Ursprung von Religion, woraus dann halt so mehr entstanden ist. Dann wurde den Totenschädeln mehr Bedeutung zugesprochen. Die könnten Dinge machen. Ne? Also aus so einem ganz einfachen... Ja, es gibt viele Ideen, dass Religion eigentlich aus einem Ahnenkult entstand, als es den Übergang von Jäger- und Sammlerei zu Ackerbau gab. Das heißt, man ist auf einmal angewiesen auf ein ganz gewisses Territorium, was man für sich beansprucht. Mhm. Und wenn ein anderer kommt und sagt, ja, warum ist es deins und nicht meins? Dann führst du Leute ins Feld, die schon tot sind. Ja. Ganz genau. Genau, weil niemand mehr dagegen argumentieren kann. Du hast ein super Argument gefunden, weil niemand mehr dagegen argumentieren kann. Und als Ackerbau und Viehzuchtmensch, nein Quatsch, als Jäger und Sammler bist du, die Leute sind halt in Gruppen durch die Lande gezogen und da bist du ganz selten jemandem begegnet, weil es ja auch nicht viele Menschen gab einfach. Und dann hast du vielleicht irgendwelche animistischen Ideen, warum immer da, wo du bist, blitzt es gerade oder sowas, aber du hast halt nicht diesen, als du angefangen hast, ein Feld zu bestellen, ein Feld erstmal frei zur Bestellung frei zu machen, das ist ja auch unglaublich viel Arbeit. Ich meine, heute sehen wir das nicht mehr, aber du hast einen Sumpf, da liegen Steine rum, da liegen Teerklumpen rum und so weiter und so fort. Es dauert also Jahre, bis du ein einigermaßen großes Feld erstmal bestellfertig gemacht hast. Und danach und in dem Moment willst du es natürlich behalten. Genau, in dem Moment wird sowas wie Familie, also diese Kleinfamilien, die wir kennen, werden wichtig. Es wird wichtig, dass es so eine möglicherweise unausgesprochene Erbschaftskultur gibt. Und dann kannst du natürlich die Ahnen als Beschützer, du hast das Feld von deiner Familie übernommen und das gehört jetzt dir. Und dann kannst du, wie Martina sagt, natürlich die Totenschädel aufstellen und die dann als Schutzgeister oder irgendwas sehen. Mhm. Das... Ja, oder einfach nur als Rechtfertigung, das reicht ja schon. Wenn du einfach sagst, die waren schon hier, jetzt habe ich das. Also das ist also sozusagen Erbrecht. Genau, genau. Und wenn man nicht wirklich weiß, wie die Welt funktioniert, entwickelt sich dann nach und nach was dazu. Richtig. Aha. Also das ist das, was die halt da entsprechend rausgefunden haben, sodass da traditionell halt auch schon eine Abgrenzung einfach dahinter steht. Also die halt da vorher auch so gegolten hat. Dann eben die Komplexitätsreduktion und dann, das kam aber aus einem anderen Artikel raus, ist man natürlich in der Gruppe eh stärker und wird auch in der Gruppe nochmal anders stärker, indem man sich eben abgrenzt von anderen. Ja. Also das macht einen ja auch, das gibt einem ja auch ein besseres Selbstwertgefühl, wenn man halt besser ist als die anderen. Und das wird in so einer Gruppe halt nochmal zu einem stärkeren Gefühl. Oder war das nicht die Frage, die du meinst? Eben. Und deswegen müssen immer alle mitmachen.
Ja, und das ist, deshalb müssen alle mitmachen, ne? Ja, du musst ja besser sein als die anderen. Es müssen ja nicht alle mitmachen. Du brauchst ja noch ein paar, die dagegen sind, damit man gegen die sein kann. Ah, dann stimmt, das jede ist Religion hat ihren Antagonisten. Ja. Das heißt, ist die Forderung, ihr müsst alle Christen werden. Es ist gar nicht so wichtig, ob die wirklich alle Christen werden, sondern es ist viel wichtiger, dass man sagen kann, ihr macht es aber falsch. Richtig. Also das wäre jetzt meine Interpretation, weil sonst macht es ja dann auch keinen Spaß mehr. Man ist dann ja nicht mehr besser. Ja. Als jemand anders. Ja, du kannst immer noch... Ja, doch, das stimmt. Es gibt was, du kannst immer noch einzelne Leute als Sündenbock, ich meine, das ist ja ein religiöses Bild, ne, der Sündenbock. Du kannst immer noch einzelne Leute zum Sündenbock nehmen und sagen, ja, diese hier, wie ist der Doktor noch? Der Doktor hat den Doppelnamen, der sich über die Mutter Teresa beschwert hat. Dr. Phil Michael Schneider Flack, naja. ich habe mich ja auch nicht vorgelesen. Er hat sich auch lang und ausführlich über den Satan ergangen, der in den Atheisten sitzt und sowas. Das war mir dann zu doof. Aber das heißt, sie können im Zweifel noch nicht mal was dafür, ne? Sondern die sind halt vom Satan besessen. Aber die Idee finde ich gerade interessant, dass man in Wirklichkeit gar nicht will, dass alle Leute Christen werden, sondern dass es einem viel wichtiger ist, mit den Kriterien, die man für sich selber hat, in der Lage ist, die anderen zu beurteilen und denen zu sagen, ihr macht das falsch. Weil in dem Moment, wo man den anderen sagt, ihr macht das falsch, drängt man denen seine eigenen Maßstäbe auf und erlangt auch Kontrolle dann damit über die. Ja, und es reicht ja auch nicht, dass du Christ bist. Also das reicht ja noch lange nicht, um Teil der In-Group zu sein. Ne? Also in den, ich sag, stand doch gestern in der Zeitung, dass, was war das? Der Oberpriester von Saudi-Arabien hat gesagt, ihr Iraner seid ja alle Ungläubige, ihr seid ja keine Moslems. Und im anderen, mit den Christen ist das auch nicht besser. Die erste Southern Baptist Church of Charleston, Charleston, South Carolina ist der Meinung, sie haben die allein die wahre glückselig machende Lehre und alle anderen halt nicht. Und alle anderen, das schließt auch ein, die Second Southern Baptist Church of Charleston, South Carolina. Deshalb wird ja diese Sektiererei so, greift ja so um sich. Hm? Ja. Ja. Ja, ich fände es auch cool, beim nächsten Mal weiterzureden, auch nochmal vielleicht über die Frage, die ich cool fand, wo jetzt Moral eigentlich herkommt. Also. Ja, was sagt denn eigentlich als Quelle des Moral? Wir haben ne? Da bietet sich doch an, nochmal kurz zu fragen. Ja, Jahwe, dir wird immer unterstellt, du bist die alleinige Quelle aller Moral. Jahwe, sag mal was dazu. Verflucht sei, wer bei seiner Schwiegermutter liegt, und alles Volk soll sagen, Amen. Interessante Moral. Gibt es noch ein anderes praktisches Beispiel für uns, Jahwe? Noch ein Beispiel. Ein letztes. Merke, dass du das Blut nicht essest, denn das Blut ist die Seele. Darum sollst du die Seele nicht mit dem Fleisch essen. Okay, also das wäre eine moderne Variante, keinen anderen Menschen zu essen, oder? Ja. Wirklich nochmal.